Wir haben drin Keeper anstelle von Shop. Oder halt so ein Bettler. Da steht Kepper. Kepper. Ein Kepper. Ein Kepper kommt anstelle vom Shop. Unser Charakter, so Isaac, ändert die Hautfarbe. Habe ich ja gerade erklärt, ne? Greed, ja. Greed meine ich. Also Monstro, also dass er halt anstelle von einem Shop ein Bosskampf kommt im Shopraum. Gegen diesen Typen, der mit Münzen klaut und so. Monstro ist halt ein Boss, dieser große Kopf, der immer rumspringt. Ich habe über 10 Damage in einem Run. Wir sehen einen Raum nur mit Tentakeln. Ich krieg die Bookworm-Transformation, also ich finde 3 Bücher. 99 Münzen. Ja, das denke ich mal klar. Ne? Keine roten Herzen mehr. Also ich spiele dann irgendwie nur noch auf blaue oder auf schwarze oder so. Wir finden irgendein Bomben-Item. Ich habe innerhalb aller Runs irgendwie 3 Devil-Deals. Ich mache Mutters Fuß, no hit. Und Tod durch Falle, ich sterbe durch eine Falle. Nee, das ist für alle generell Runs, nicht nur für einen Run. Das ist für mehrere Runs. So. Wir machen eine Gamba. Münzen, nee, Münzen muss ich schon in einem Run auf 99 bekommen. Sonst müssen wir ja die Münzen immer zusammenzählen. Das wäre doof. Die Devil Deals sind auf alle Runs bezogen. Ja, nee, lass lieber machen 3 Devil Deals in einem Run. Das ist, glaube ich, cooler. 3 Devil Deals in einem Run. Doch, doch, das ist cooler. Genau wie bei 99 Münzen in einem Run. Ja, ja, das ist schon cooler. Weil 3 Devil Deals kann ich jetzt schon markieren. Wir werden heute 3 Devil Deals easy haben. Verteilt über alle Runs, das ist dumm. Wir machen in einem Run. So. Schaffen wir 8 Felder. Acht Felder, Chat. Schaffen wir die. Und Nebelechse, Dankeschön für 20 Monate. Ich muss mal kurz das Bingo von hier rüberholen. Ist hart, ja, aber geht auch lange, ne? Jetzt geht in 10 Minuten der Controller aus. Scheiße. Ja, wenn ich das Bingo, also wenn wir wirklich acht Felder schaffen, bevor wir zu Rosinen rüber wechseln, dann machen wir natürlich weiter. Dann gehen wir höher natürlich und sagen, machen eine neue Gamba und sagen, yo, schafft der noch 10 Felder oder sowas, ne? Deshalb, yo, let's go, neuer Run. Wir gehen in Rando rein und lass uns überraschen, was kommt. Okay, nee, ich bin raus. Nein, den machen wir nicht. Alles nur das nicht. Alles nur das nicht. Okay. Judas. Einfach Judas, Alter. Was machen wir mit ihm? Beast oder Mother, ne? I guess wir machen Beast. Oh, ich renn rein. Run vorbei. Direkt jetzt sterben am Anfang. Weiß nicht, ob ich Tainted Judas habe. Wir werden auf jeden Fall irgendwo ein Trinket liegen lassen, zur Sicherheit. Junge, der Dodge Gott einfach. Hey Johannes, was geht ab? Du hast noch 2 Minuten, Johannes, für die Gamba. Schnell!
Der Trinket-Smelter. Lecky. Lecky schmecky. Es gibt ein Achievement, ne, mit den Trinket-Smelter. Man muss irgendwie 5 Trinkets smelten. Ah! Okay, das war's mit den Smelter-Trinkets-Dingern. 5 Stück, okay. Jetzt nochmal auf Ernst. Jetzt nochmal auf Ernst angelehnt. Judas Runs. Ja, Judas ist eigentlich ganz geil. Ich meine, du musst 5-mal Gulp-Pille nutzen und der Melter gilt dann nicht. Okay. Schade. Schade! Ich habe theoretisch ein Herz rumliegen. Wir könnten die Kiste aufmachen. Ich muss ja auch nicht schnell spielen, ne? Ja, für natürlich, okay, für das Bingo wäre es natürlich gut, schnell zu spielen. Musste schnell VPN ausmachen. Gamba geht sonst. Was? Gamba geht nicht mit VPN? Ja, an sich kann ich ganz entspannt spielen. Ich kann auch besser spielen, wenn ich entspannt spiele. Aber ja, für die Gamba ist natürlich smarter, so viel wie möglich an Runs zu starten. Damit wir so viel wie möglich Felder schaffen. Weil ich dann in Amsterdam bin, kein Plan, warum das ein Problem ist. Weird. Also wenn ich auf Twitch bin und ich habe ein VPN an, dann habe ich immer das Problem, dass bei mir immer der Stream, der Chat alle paar Sekunden kurz reloadet. Gibt Länder, in welchen die Wetten gebannt sind? Das ist ja weird. Crazy. Da fällt das unter Gambling oder was? Scheiß Item Nummer 1! Scheiß Item Nummer 1! Nein, nein, ich werd nicht freiwillig sterben. Das wäre ja dumm für die Gamba. Ich werde jetzt nicht, wenn da jetzt irgendwie genau das, was zum Beispiel jetzt mit der Falle ist, ich werde jetzt nicht absichtlich in der Falle reinlaufen, nur für die Dingens. Das wäre ja dumm. Blaue Herz, hol mir nach dem Boss. Keine Bombe leider? Okay, let's go. Kein Monstro! Okay, ich bin tot. Wow! Oh, wieso sind das so viele? Wow, da ist einer auf mich zugeflogen. Oh, mein Gamepad. Achso, das ist nicht das Gamepad. Ich glaube, das ist der beschissene Boden, ne? Das klang so kurz, hat sich kurz angefühlt, als wäre mein Gamepad delayed. Aber ich glaube, ich bin nur gerutscht auf dem Boden. So. Ja, Pille können wir auch noch mitnehmen. Speed down stark. Zählt keine roten Herzen mehr, auch wenn du Run mit Blue Baby hast. Ja, darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Mit Lost habe ich auch keine roten Herzen. Ja, vielleicht müssen wir heute gar nicht Blue Baby spielen, okay? Deshalb brauchen wir erstmal darüber nicht reden. Darüber reden wir, sobald es passiert, okay? Ich meine, bei Blue Baby können wir theoretisch das Gegenteil machen. Also nicht das Gegenteil, aber quasi
Bei ihm gilt, wenn er keine blauen Herzen hat. Sprich nur schwarze. Oder so. Ja, manche. Chat, ist der das erste Bingo, okay? Ist das erste Bingo. Da gibt es natürlich noch ein paar Feinheiten, an denen wir nachjustieren müssen. Ja, genau. Azazel startet ja auch mit schwarzen Herzen. Bei Azazel müssen wir dann machen, er hat keine schwarzen, nur noch blaue. Oder ist es ein Insta-Bingo? Ganz easy. Weil keine roten Herzen sind keine roten Herzen, ne? Rigged. Ja, ich nehme ja den nicht. Also das ist ja auch Gamba. Wir haben super viele Charaktere. Und das muss natürlich auch das Glück dann überhaupt auf unserer Seite sein, dass er überhaupt drankommt. Weil ich hier randomize ja immer die Charaktere. So, Devil Deal Nummer 1. Ein HP-Up wäre geil für Devil Deal. Mein lowest stat ist Speed. Okay. Wir haben. Zählt der Buddy zu Conjoint dazu, Chat? Der zählt zu Conjoint. Ja, okay, dann lass ihn mitnehmen. Und dann haben wir auch keine roten Herzen mehr. So, ich war noch nicht im Goldraum. Goldraum! 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 Jetzt haben sich all die Fragen erledigt, ja. Jetzt müssen wir nicht mehr darüber nachdenken. Thema ist durch. Ich muss zugeben, ich hab's unter anderem nur gemacht, damit das Thema durch ist. Bombe brauche ich. Da ist eine Bombe drin. Schweinchen, du. Das ist eine Remote. Ah, das gibt trotzdem Bomben. Okay, stark. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht ein komplett beschissenes Item. Das trägt zu einer Transformation bei. Ach stimmt, Bomben-Item, ne? Haben wir auch in der Liste drin, oder? Tatsächlich. Ja, zwei Bingos. Okay, was haben wir denn Geiles im Shop? Ja, und ihr meintet, es wird schwer, Chat. Guck mal, wir haben schon im ersten Run, in den ersten zwei Ebenen, schon zwei Felder. Heute machen wir zwei Bingos! Bessere Karteneffekte kann man machen, denke ich, ne? Kann man machen, denke ich. Der Bird! Hier kurz reinschauen, vielleicht liegt hier irgendwas. Ja, tatsächlich. Ja, ist doch ein solider Start. Junge, ich wollte gerade sagen, wir starten jetzt eine Gamba. Weil normalerweise in Isaac machen wir immer Gamba auf der zweiten Ebene. Ob ich es generell schaffe. Fühlt sich gerade so ein bisschen falsch an, keine Gamba zu machen. Super Secret drauf? Ach, komm schon. Damals, in den guten alten Zeiten. Ja, die sind vorbei. Ja, leider kann man ja keine Doppelgamba starten. Das wäre auch funny. Das war so klar, dass der reinrennt. Doppelgamba wäre actually auch lustig. Dann könnte man sowas machen wie eine Gamba für die Gamba.
eine Gamba generell zu machen und dann noch eine Gamba zu machen, ob ich die Gamba bis zu einer bestimmten Uhrzeit schaffe. Das wäre ziemlich dumm eigentlich, ne? Ja, wer ein starkes HP hat, ne? Macht mich nur langsamer. Also nur ein Herz. Oh, ich dachte, es waren zwei Herzen. Naja. Ist wichtig für Devil Deal. Wir brauchen Herzen für Devil Deal. Das macht schon sehr langsam. Ich dachte nicht, dass es so langsam nicht macht. Es war minus 0,4. Das ist schon sehr langsam. Wir können dann noch eine Gamba von der Gamba machen, ob wir alle Gamba schaffen. Genau. Ah! Ich glaube, du bist jetzt Stompy, also kannst du über Steine laufen. Ja, wir können theoretisch nach Crawl Spaces suchen. Kann er kurz aufhören zu spawnen, damit ich auch Damage machen kann? Ja, er läuft in meine Pfütze. Oh, ich renn rein. Ich renn wieder rein. Ja, Tears ab und blaue Herzen. Kein Devil Deal. Lass ich beides liegen. Beides liegen gelassen. Da liegen drei Items. Starkes Commentary. Wir brauchen Damage, ja. Für die 10 Damage. Ja, die 10 Damage schaffen wir heute easy, oder? Vor allem mit dem Buch noch. Halt wirklich, wenn nicht mit Judas, mit wem dann? Komm schon, gib mir einen richtig geilen, saftigen Crawl-Space. Mit einem nicen Item. Godhead oder so. Eigentlich müssen wir The Lost die ganze Zeit grinden, ne? Damit ich Godhead habe. Godhead im Scrollpace gibt es überhaupt nicht. Das war natürlich ein Joke. Das gibt es in einem Angel Deal. Aber ja, den zu grinden, weil das Ding ist ja, je später ich das mache, desto weniger haben wir was davon, ne? Alle Steine kaputt gemacht. Also ich könnte nur die Pilze kaputt machen, aber da kann ich theoretisch Damage bekommen. Aber dann müssten wir auch... Nee, Rock Bottom habe ich ja schon freigeschaltet, glaube ich. Ja. Eigentlich die coolsten Items so früh wie möglich freischalten, damit wir auch generell mehr davon haben, ne? Aber die coolsten Items sind auch meistens die schwierigsten, die schwierigsten Items. Aber ja, Lost ist an sich ein spaßiger Charakter. Damit zu grinden macht ja an sich Spaß. Außer Mother oder so. Tim! Wow. Oh, Damage up. Stark. 7 Damage. Experimental Pill? Okay. Ah! Da war noch eine Rune? Was? Godrics große Rune? Oh, tatsächlich. The world
Ich benutze The World, Chat. Ich benutze The World in der Ebene, wo die Map verdeckt ist. God Gamer. Heute wieder Skill on Point. So ein Speed-Up wäre nice. Disappointed SpongeBob-Sound. Zählt 10 Damage eigentlich auch, nachdem du das Buch einsetzt? Ja, solange wir dort ein 10 sehen, ist es geschafft. Lazarus Rex. Wenn ich jetzt mit Judas sterbe, bin ich dann für den Rest des Runs Lazarus oder funktioniert das so wie bei Lazarus? Dass nach der Ebene er wieder normal ist. Ja. Ja, können wir sich mitnehmen, I guess, oder? Weil mit Lazarus habe ich auch noch nicht Beast gemacht. Extra Leben kann man mitnehmen. It's not bad. Hallo, hallo. Wieso tränen denn meine Augen heute so? Oh, wieso ist das? So. Ja. Bist selbst zu Isaac mutiert. Der Pollenflug. Das habe ich mich auch schon oft gefragt, ob ich vielleicht so gegen eine bestimmte Polle eine Allergie habe. Ich habe auch oft das Gefühl, vielleicht ist das auch nur so eine Einbildung, dass ich Frühling, Sommer rum öfters mal irgendwie so eine laufende Nase habe oder viel Schleim im Hals habe. Aber ich habe auch keine Ahnung von Pollenallergien, wie schlimm die sein könnten. Oder wie, sag ich mal, wie nicht schlimm die sein können. Weil bei mir ist es echt nicht so schlimm. Und dann vielleicht einfach nur, dass mein Körper generell irgendwie mal einen Tag hat, wo er das hat oder so. Oder ob es wirklich in irgendeiner Pollenart liegt. Wie viele Achievements hast du so circa? Keine Ahnung. Ich habe schon länger nicht mehr geschaut. Kann ich nach dem Run schauen, wenn ich es nicht vergesse. Wir haben auf jeden Fall die 200 geknackt gehabt. Hier kam ich her. Klassische Isaac-Leistungsdruck-Erfahrung. Ach so. Ich fühle mich gerade nicht unter Leistungsdruck. Ist gerade okay. Ist gerade entspannt. Something went wrong. So, wir brauchen jetzt einen richtig saftigen Devil Deal gleich. Einen richtig saftigen. Einen richtigen Safto. Ich habe noch eine Rune dabei, um den Devil Deal zu rerollen. Da ist der Shop. Was für Saft? Limonensaft! Ach, komm schon. Ich wollte dazwischen laufen. Haben wir im Bingo drin, oder?
Doch, müssen wir. Bingo, bongo, bingo! Binga, banga! Binga, bongo! Der gute alte Kepper. Limoneneis. So. Junge, wir machen gleich auch noch die 99 Münzen voll, Chat. Ich bräuchte da noch irgendwie ein Trinket oder so. Das wäre not bad für... Für... Na, ihr wisst schon. Damit ich Tainted Judas freischalten kann. Die bekommt meine Schmunkte niemals! So doch, die klaue ich dir. Wo ist der Bosskampf? Da. Okay, jetzt mit Buchchat. 10-13! Bingo! Ohne HP ab. Extra für den. Für Devil Deal. Ja, beides scheiße, ne? Und jetzt einmal rerollen mit etwas Glück. Könnte da was Geiles kommen. Das Devil Deal 2, ne? Links einsammeln und dann rerollen? Ja, das ist smart, ne? Ja, hat sich nicht so gelohnt. Hat sich nicht ganz so gelohnt. Ja, eins von drei Guppy-Items. Ich weiß nicht, ob wir Guppy werden. Ja, hat sich nicht gelohnt. Ein Leben geopfert. Die Rune geopfert. Um nichts zu bekommen. Schade. Hab auf irgendwas richtig OPs gehofft. Irgendwie Brimstone oder so. Wir brauchen auch irgendwie coole Items für Beast. Ich will ja Beast machen. Ich habe noch irgendwie nichts Geiles irgendwie am Start, ne? Noch eine Rune? Agalat! Ich bin so schlecht. Wirklich. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich renn rein. Okay, Chat, der Downfall beginnt. Ey, wieso mache ich das? Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich bin einfach dumm. Ich bin gigadumm. Ich bin ultra dumm. Ich bin die neue Definition von Dummheit. Plazenta Carry. Ja, ich habe nur ein rotes Herz. Was für Plazenta Carry?
Ich werde gleich noch Lazarus, okay? Ist noch nicht vorbei. Kann dieser dumme Effekt jetzt weggehen? Mit wenig Speed ist dieser Raum richtig scheiße, ey. Das kann ich noch zurückholen. Chat, ich kann das noch zurückholen. Hey, Taka. Ist noch winnable. Alles gut. Mit Lazarus? Ja, das gleiche wie bei Judas. Okay, da ist der Goldraum. Okay, im Secret-Raum. Chat, im Secret-Raum ist jetzt ein OP-Item drin. Ich gehe nochmal zurück, bevor ich in die nächsten Räume gehe. Das ist nicht OP. Herr Rock Bottom ist geil, aber würde mich jetzt in dem Moment jetzt auch nicht aus diesem Moment jetzt rausretten. Oh mein Gott! Was? Da war... In meinem Blut war das Blut von einem Gegner drin. Derselbe Fehler! Wieso sieht mein Blut genauso aus wie das von den Gegnern? Was ein scheiß Game. Was war das denn? Ja, die Gegner haben hier, spritzen auch Blut. Und aus mir kommt auch Blut raus. Und ich kann das ja, den Unterschied nicht sehen. Das ist keine Falle, das ist ein Gegner-Chat. Kanye West! Kanye West also. Ich habe mit ihm kein Hasch gemacht. Ich habe Higher Visibility drin, ja. Das hier, aber das ist ja für die Bullets, nicht für das Blut. Okay, dann müssen wir wohl schnell spielen. Wenn ich Hasch machen will. Ja, einen anderen Schimmer, ey, Junge. Wenn ich dann in so einem, im Eifer des Gefechts erstmal stehen bleiben, Lupe rausholen, Screenshot machen, in Photoshop reinlegen und dann mit der Pipette gucken, was der Farbcode von den beiden Rotfarben ist. Hey! Ja, schnell ist das bisher noch nicht. Ich meine, wir können es auch umentscheiden. Wenn ich zu langsam bin,
können wir uns noch auf Beastum entscheiden. Bei Beast habe ich auch noch nicht mit ihm. Doch, ich habe Beast schon gemacht. Scheiße. Das heißt, Hasch oder gar nichts. BFF! BBF. Hasch oder gar nichts. Weil ich kann mich natürlich jetzt noch ich kann halt nicht on the fly noch nebenbei Mother machen. Wenn, dann muss ich mich jetzt direkt entscheiden. Mother oder Hasch. Weil Mother verbraucht um einiges mehr Zeit, um das zu erreichen. Wow, oder Booty. Oder wir machen einfach gar nichts, Chat. Und ich starte den Run neu. Weil ich sterbe! Aber nicht heute. So. Abfahrt. Ja, 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 Flieger. Stark. Eins. Der macht, glaube ich, nur einmal, der Schwarze, ne? Ja. Ja, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Oh, schade. Okay, okay, solider Start. Solider Start. Solider Start. Solider Start. Solidus. Okay, solider Start. Solider Start. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich in den Raum reinkomme und meine Fliege explodiert. Direkt, weil ein Gegner vor mir steht oder so. Und ich dann Damage bekomme. Das wäre nicht so cooli. Oh, da ist eine Kacke. Da ist eine Kacke. Spongebob, fui fui. Spongebob, Kacke. Ich habe nur eine Bombe, 4 Schlüssel. Abfahrt. Ja, Geld. Geil. So. Gleich ersten Devil Deal abholen. Schön Brimstone. Junge, 4 Bomben. 10er Item. Wow. Was? Ich dachte, er wirft zu mir. Also ganz nach hinten runter. Er hat einfach on the fly seine Way geändert. Way geändert, Digga. Voll fly, der Dude. Genau das. Okay. Oh, nicht ihr. Nein, ich hab's nicht getroffen. Oh Mann. Einer ist weg, nice. Fliege macht guten Job. So. Geiles Devil Deal Item. Let's go. Insta Win Item. Ja, das sind 2 Einherzen Items. Die sind wahrscheinlich eh Trash, ne?
Kann theoretisch da alle was Gutes drin sein? Bei einem Herz-Item? Ich überlege das eher für die Seelenherzen zu nehmen. Die anderen beiden, ich glaube, es gibt kein geiles Item, oder? Mit einem roten Herzen. Ich glaube, gibt's nichts. Ist Skimpy nicht ein Herz? Ja, aber ist Skimpy jetzt so geil? Brauchen wir Gimpy? Ich nehme das Dreier. Ja, warte. Fick mich. Ja, einfach Leben weggeworfen. An der Stelle. Ich meine, ist okay. Aber dafür jetzt drei Herzen zu opfern, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Reiter macht alles alleine. Okay, bestes Item im Spiel. Der Reiter spielt einfach Singleplayer. Ich mag die Harbinger. Freak. Also schnell bin ich auf jeden Fall. Eine Range wäre noch ganz nett. Mehr Range für Hush wäre ganz nett. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Rage Up hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Eine gute Rage Up Pille. Ich hol schnell das Herz. Auch wenn es jetzt ein Umweg ist. Ja, ich muss immer, wenn ich Rage Up bekomme, dann pisse ich mich immer ein bisschen ein. Kann mich da nie halten. So, noch ein schönes blaues Herz mitnehmen. Hey, Xianres, was geht ab? Kein Spacebar-Item, ne? Ich bin viel zu lange hier gerade unterwegs. Junge, der Reiter, der macht einfach alles Singleplayer hier. Ich bin nur Zuschauer. Kann auch Hush gleich alleine machen? Da habe ich mein Spacebar-Item. Wie genau funktioniert der blaue Teleporter-Chat? Was macht der? Bringt er mich zum Secret Room? Weil blau steht doch immer für Secret, ne? Oder was macht er? Une carte. Können wir rerollen. Ich hab nicht so viel Zeit zum Rerollen. Ich hab nicht so viel Zeit zum Rerollen. Nehmen wir mit. Hey, Froschi, was geht ab? Den jagen wir auch noch in die Luft. Blau ist random. Der Gelbe teleportiert dich Räume, wo du nicht warst. Hab gehofft, blau steht für Secret. Schade. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal kurz schnell hochlaufen. Ist alles geklärt, ich bin schnell. Hallo, Boden.
Und jetzt. Ist ein bisschen näher am Boss. Zeit gespart. Ist das ein Reiter? Das ist kein Reiter, ne? Oder ist das. Doch, ist ein Reiter. Ist ein kopfloser Reiter, ne? Zählt er als Reiter? Kriegt man bei dem immer. Ja, sehen wir gleich, denke ich mal. Wenn ich ein Item gedroppt bekomme. Kein Devil Deal. Jede Sekunde zählt. Moment, haben wir Reiter überhaupt dabei? Haben wir gar nicht. Oh. Haben wir gar nicht. Okay. Fliegen ist stark. Fliegen ist stark. Oh, Buch. Bug, 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 Bugwurm, Bug, 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 Bugwurm, Bug. Mal kurz einsetzen. Wir kriegen gleich noch einen Reiter. So. Bookworm. So. Ich denke mal, ich brauche die Bücher nicht, ne? Also das blaue Buch ist natürlich nice, dann können wir ein bisschen Leben farmen, ne? Wie schnell bin ich denn gerade? Wir haben noch 20 Minuten. Ich überlege vielleicht, das blaue Buch mitzunehmen, um Leben zu sammeln, Chat, für Hasch. Weil Fliegen ist an sich stark, aber Fliegen bringt mir für Hasch gar nichts. Aber mit dem Buch können wir Leben grinden. Ne? Ich denke mal ein Buch lieber, ne? Aber dann spawnen immer Reiter. Ja, das ist ja okay. Das ist ja okay. Oh ne, Soapstar, was geht ab? Wir haben auch die Map, dann können wir eh schnell durchrushen. Ich hab nicht die Map, das ist wegen dem Buch gerade gewesen. Wir haben die Blue Map nur. Da war ein Stein unten links, scheiße. I found bells. Wo? Da unten links ist kein Stein. Da war er. Nein. Unten links? Das ist doch. Ach doch, hier. Alter. Ich dachte, ihr wollt mich pranken, damit ich länger brauche für den Run und Hasch nicht erreiche. Traue ich euch alles zu. Habt ihr mit uns diskutiert? Natürlich, ich muss mit euch diskutieren. So oft, wie ihr schon mich belogen habt und betrogen. Shortcut. Halt wirklich Vertrauensprobleme. Ja, der Reiter wird Hasch alleine machen. Ich bin nur Spectator bei Hasch. Speed up. Range up. Wichtig, wichtig, wichtige Pille. Range up. Wichtige Pille, wichtige Pille. Das war meine Fliege, die mir Damage gemacht hat. Das ist die Downside von dieser tollen Fliege. Ich habe keine Bombe mehr. Ui.
Ah, da habe ich meine Bomben wieder. Schon wieder! Okay, ist ein neuer Run. Steam Sale! Lemon Party? Scheiße, wo ist der Boss? Hier ist der Boss. Papa Pupa! Hibibi Papa! Pupa Pupu! Ich bin so schnell, Mann! Schon wieder Tinted Rock übersehen? Wo habe ich den Rock übersehen? Wo? Wo? Wo oben links? Im Shop? Da könnte Tinted Rocks drin sein? Ach ja, stimmt, das war ja kein richtiger Shop. Fange! Hey Steffi, was geht ab? Ja, Damage ist halt noch so ein bisschen semi. Ich meine, für Harsh ist es nicht so wichtig, aber für den Weg zu Harsh ist es natürlich nett, wenn ich ein bisschen Damage mache. Pentagramm, Damage up! Da habe ich das bekommen. Man muss sich einmal nur beschweren. Und dann kriegt man alles, was man will. Ich will 100.000 Euro. Mann, ich hasse es, dass ich keine 100.000 Euro habe. Jetzt seid ihr dran. Ich habe mich beschwert. Jetzt müsst ihr mir 100.000 Euro donaten. Planetarium! Oh mein Gott. Jeder? Nee, eine. Einer reicht. Ich brauche nicht zweimal 100.000 Euro. Speed up, you feel elusive. Oh, that's key. Ich muss mit dem Mega-Satan nicht mehr machen. Wieso bin ich hier reingelaufen? Frage. Ich hab Speed Max. Jo, wie schnell. Njung. Njung. Shuri, dankeschön für 10 Monate. Mein kleiner Beitrag zu der Beschwerde, vielen Dank. Voll bodenständig, natürlich. Ich warte eher, dass jetzt RTL anruft für ein Format, wo es 100k zu gewinnen gibt und ob du Bock hast, teilzunehmen. Wenn, dann ruft er RTL an und sagt, yo, gib mir 100k, weil du unsere Formate bei dir im Stream streamst. Junge, wie schnell ich bin. Muss das jetzt sein? Müssen die Gegner jetzt spawnen? Stark, starkes Gameplay. Wirklich sehr starkes Gameplay. Phänomenal. So, ich habe Steam Sale, ich habe Geld. Was war euer größter Chat? Was war euer größter Deal jetzt in diesem Summer Sale auf Steam? Was war euer größter Schnapper? Das war Range Up, ne? Range Up. Range Up. Vielleicht noch die Karte mitnehmen? Devil? Keiner, bin arm. Ja, das ist ja das Gute bei Steam Sale. Da kriegt man auch was als Armer. Was macht der Typ hier eigentlich? Chat, was macht er hier? Ich muss zu fucking Harsh. Oh mein
Gott. Junge, das sieht aus wie ein fucking Zelda-Rätsel. Hier muss ich eine Bombe legen. Oh, schade. Da Hidden Mechanic dachte ich gefunden. Celeste 2 Euro. Ja, das ist ein guter Preis. Das ist ein sehr guter Preis. Das ist ein sehr guter Deal. Axiom Verge für 3,50. Disco Elysium für 4 Euro. Ich habe gehört, Disco Elysium, da gibt es irgendwie Skandal, ne? Ich kann Räume skippen mit meinem Planetarium-Item? Sind die Türen alle offen oder was? Ich habe keine Ahnung, was Bloody Penny macht, Buffer. Ich krieg Geld, wenn ich Damage bekomme, I guess. Ich bin ins Feuer gelaufen. Ist das schon Mutter? Das ist noch nicht Mutter. Gerade meine letzte Completion Mark geholt. Nicht mehr weit zum Dead God. Stark. Das ist nice. Was hast du noch so, was schwer ist, was dir noch fehlt? Vielleicht irgend so eine Rando-Scheiße. Tony Hawk Pro Skater 1, 2 Remastered. 17,99 statt 45. Das ist vor allem Activision, ne? War nicht Activision der Publisher, der super selten Deals hat? Das ist aber an sich ein guter Deal, I guess. Wobei aber Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 gibt es wahrscheinlich auch oft so in so Saturn auf der Pyramide. Ne? Für PlayStation sehr günstig. Das war Nintendo. Nee, Activision war es, glaube ich, auch. Dass du so COD oder so super selten im Sale bekommst. Nintendo hat Sales, aber Nintendo hat diese dummen Sales, wo du dann so 1,50 € sparst oder so. Kein Devil Deal, kein Devil Deal. Hatte keinen Bock auf Daily Runs, nur die und die Items davon fehlen. Ah. Man musste ja 30 Daily Runs oder so machen, ne? Da man die ja nicht am Stück machen muss, also jeden Tag geht das ja an sich. Man musste, glaube ich, ja nur diese 5 Daily Runs täglich machen oder so. Ja, gleich Mutti No-Hit zu machen für das Bingo-Chat wird schwierig. Oh mein Gott, ich bin im Himmel gelandet, Digga. Ja, wenn ich, also das Podest ist stark, aber wir werden wahrscheinlich bis Hasch keine, nicht genug blaue Herzen gesammelt bekommen. Wie viele blaue Herzen brauche ich, um das Podest aufzuladen, Chat? Vergiss nicht, dass du immer noch, Räume kann ich skippen, ja. Im Boss Rush rein und dann Duplopia. Ja, aber dann muss ich den Boss auch machen. Den Bossrush auch machen. Ich weiß nicht, ob wir zeitlich das hinkriegen. 6 brauche ich, nicht 15 oder 12. Also ich glaube, innerhalb von 2 Ebenen schaffen wir nicht mehr
das Ding aufzuladen. Diplopia wäre halt stark, wenn wir gleich einen Devil Deal bekommen. Dann könnte ich halt alles umsonst mitnehmen. Ich könnte aber auch Pech haben und im Devil Deal ist dann Krampus. Ja, auf der Ebene gibt es eine Fool Card. Ich könnte auch eine Fool Card mitnehmen. Ja, das stimmt. Aber schaffe ich noch? Ich schaffe, glaube ich, gar keinen Boss Rush. Ich schaffe keinen Boss Rush. Ich muss in 30 Sekunden bei fertig sein. Ja, wenn ich die Duplopia mitnehme für Devil Deal und da ist dann nichts drin. Dann habe ich mein Buch. Ich meine, ich könnte eine Fool-Karte mitnehmen, wieder mich rausporten und das Buch wieder zurückholen. Aber da würde ich halt super viel Zeit verlieren. Ja, aber da sind die Entscheidungen. Das sind die Entscheidungen, die dich zum Sieg bringen. Das sind die wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss. Ich habe keine Bombe, lol. Leute, ich habe keine Bombe. Das war bombastisch. Also mit dem Speed und mit der scheiß Fliege und mit dem Harbinger Mom No Hit zu machen, wird hart. Oh mein Gott, lauf doch. Gelohnt. Tears Up, nice. Haben wir Tears Up Pille drin? Im Bingo? Nee, haben wir nicht. Wo war der Boss? Scheiße. Ich habe den Boss noch gar nicht gefunden. Scheiße. Da ist der Boss. Jo, okay! The fuck? Aber wir haben Monstro auf der Liste. Da sind 4 Monstros. Oder heißen die anders? Weil es ist ja eigentlich nur ein pinker Monstro. Kann sein, aber dass die einen anderen Namen haben. Aber oder haben die einen anderen Namen? Ne, nicht einen anderen Namen, Chat. Vielleicht heißen die Monstro. Ist halt eine Form von Monster, würde ich sagen. Ja, es gibt ja Monstro 2. Der heißt dann ja auch nicht Monstro. Er ist ein Monstro 2. Okay. No hit. Let's go. Ja, noch nicht vorbei. No-Hit doppelt mal vorbei. Dreimal vorbei. Ah, ich fresse meinen Arsch.
Meint ihr, wir kriegen noch einen Devil Deal? Ich baite auf noch einen Devil Deal. War das? Das war doch nicht der dritte Devil Deal, oder? Doch, das ist der dritte Devil Deal. True. Das ist der dritte. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Feld noch. Ich habe nur noch 3 Herzen. Lüge. Hier geht's ja eigentlich weiter. Mehr Geld. Ist nix erleben, ne? Scheiße. Oh mein Gott! Das war zu viel auf einmal. Ja, Hasch wird schwierig, Chat. Stimmt, ich habe meine Hautfarbe verändert. Durch was habe ich meine Hautfarbe verändert? Ich bin pink geworden. Was hat meine Hautfarbe geändert? Ich habe keine Bombe. Ja, dann haben wir geschafft, Chat. So easy geht's. Können wir noch eine Gamba machen? Okay. Schaffen wir, Chat, ein Full Bingo? Nächste Gamba. Ja, full. Es sind nur noch 4 Felder. Das sind alles Felder, die eigentlich ganz gut machbar sind. Bombe, 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 Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Falsche Bombe. Ah! Ich dachte, die gehen unter die Erde. Tut er nicht. Verräter. Oh mein Gott. Hey, gibt's keine Bomben in dem Spiel? Junge, was ist da hinten los? Boah. Komme ich da irgendwie rüber? Damit hätten wir 99 Münzen. Hätte ich eine Bombe noch. Ja, warte, der Boss muss hier sein wahrscheinlich. Oh mein Gott! It's over, Chat. Raum Nummer. Nee, sind nicht nur Tentakeln. Ist auch eine Hand. Zwei Hände! Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so ein dummer Trottel. Ich bin so ein dummer Dummbatz. Ich geh jetzt pissen.
Zum Glück kam ins Dingens, ins Bingo nicht rein hier, dass ich einen Unlock machen muss, ne? Weil das ist etwas, was wir heute nicht erreichen werden. Wie es aussieht! Fuß nur heute ist fast unmöglich. Nee, ist easy. Schaff ich. Let's go! Nächster Run. Mit Forgotten. Wir müssen wieder zu Hush. Müssen wir zu Hush. Hey! Hey! Ich hab einen guten Start! Der Run wird so geworfen gerade. Der Run wird gerade so geworfen. Chup, chup. Dieser gute Run mit uns im Stream? Nee, ich glaube leider gerade ist er nicht da. Ist gerade noch schnell einkaufen. Aber als ob die kleinen roten Spinnen nicht One-Hit sind. Das ist ja weird. Ave Maria. Oh, oh, oh. Oh. Chat, wir haben gewonnen. Chat, wir haben gewonnen. Ich habe eine Chili und ich habe einen Stopwatch. Ich werde nicht bei diesem Run jedes Mal die Bonk-Geräusche machen, okay? Die Musik, Junge. Ah! Jetzt muss ich nur nicht dumm spielen. Pestilenze! Schade. 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 Hoppa. Hoppa! Damage up. Gelasht die Bosse, Alter. Es gibt keine Bosse in diesem Run. Es gibt nur Tote. So, gegeben, Chat. Ja, nochmal sicher gehen. Wir gehen zu Hush. Und wenn Hush funktioniert, können wir noch zu Delirium gehen. Können theoretisch 2 Checkmarks in diesem Run abholen. Weil nach Hush haben wir 100%. 100% Chance für Liebe. Ich habe vergessen, wie das nochmal geht. Dass ich auf den blauen wechsle, Chat. Wie geht das nochmal? Ich habe Angst, irgendwelche Knöpfe zu drücken, die mich töten. R2? Okay. Drück dir gleich eher ins Gesicht. Ich spiele auf Konsole, okay? Wow, Mama! Ah,
kommt noch einer! Okay, der Run ist vorbei. War ein guter Start. Aber auch bei einem guten Start bleibe ich immer noch ein schlechter Spieler. Alte 4. Man kann keine Konsolen alte 4. Das geht nicht. Mann, wieso versteht ihr das nicht? Okay, ich hole mir kurz den Magic Mushroom. Ich spreche nur Maus und Tastatur. Ja, das merke ich. Mandelmilch, Mandelmilch, Mandel, 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 Mandelmilch, Mandel, 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 Mandelmilch, Mandel, Mandel. Okay. Das ist doch ein geiler Run, Chat. Das ist doch ein geiler Run. Ich muss den jetzt nur nach Hause bringen. Na! Devil Deal. Lass auf Angel Deal spielen. Wir haben die Devil Deal Gamba geschafft. Lass auf Angel Deal spielen. Man könnte mal das O loswerden. Ich falle mal drauf rein. Das ist ja das Lustige, wenn du drauf reinfällst. Jetpack. Brauchen wir nicht. Jetpack, Rucksack. Rucksack, Jetpack. Hast du den Raum? Stark. Starkes Gameplay. Ja, Xianres, du siehst wahrscheinlich die Emotes nicht. Kannst du hier unter der Cam siehst du die Emotes. Wenn jemand im Chat O schreibt, dann wenn du ein bestimmtes Browser-Add-on hast, dann siehst du das anders. Kannst du ja so eine Browser-Erweiterung runterladen, die heißt 7TV. Dann siehst du das auch. Dann kriegst du auch so ein extra Menü, wo du dann mehr Emotes hast. Ei! Mein Bumerang ist weg. Nutz öfters den Geist, um Pickups zu nehmen. Nö, mach ich nicht. Was machst du jetzt, ne? Gemacht. Gelöschert! Kein Angel Deal, kein Angel Deal. Leider, leider kein Angel Deal. Wir waren noch nicht im Goldraum, oder? Papierfalke, Dankeschön für 35 Monate. Und Stift, Dankeschön für 41 Monate. Und hi. Du könntest dir die Münzen auch einfach mit dem Lost holen, anstatt Bomben zu wasten. Nein. Ich mach das so, okay? Das ist alles für die RNG-Manipulation, okay? Ja,
hab gar keine Ahnung von Isaac. Jan, du willst die Unlocks, nicht ich. Ja, und ich will die Unlocks mit einer coolen Challenge bekommen. Die No Blue Ghost Challenge. Kennst du die? Oh! Ja, Papu, nie Kaka! Ja! Schubdabusch! Und Quinsanity, dankeschön. Für mittlerweile ein Jahr, Mann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay, ich hole mir kurz den Magic Mushroom hier. Ne, hier ist er, sorry. Hab ich vertan. Drecksgame. Boom, Yugi. Immer wieder schön, hier zu sein. Das freut mich. Richtig motiviert, Alter. Mach mehr Feuer! Brauch mehr Lack. Mit mehr Lack schieße ich mehr Feuer. Und dann geht's richtig ab. Dann werden wir Hasch niederbrennen. Und seine Armee. Nieder mit Hasch. Er denkt, er kann uns unterdrücken. Mit seiner Stillheit. Mesmer Roleplay in Isaac. Wow, eine coole Slotmaschine, ey. Boah, ist das ein cooles Item, Digga. Ich hab vergessen, wie man das tauscht da oben, Chat. Wie tauscht man das da oben? Jetzt habe ich da zwei Spaceball-Items wegen dem Rucksack. Ja, aber ja, zwei macht ja meinen Geist. Ich bin ein Geist. Oh, der explodiert gleich. Den muss ich aufpassen. Shift auf Tastatur. Ja, lass mich kurz eine Tastatur an meine PlayStation anschließen. Bin ich jetzt, weil ich jetzt Keeper spiele, kann ich das andere Item nie wieder benutzen in meinem Leben? Chaos, nee. Nee. I'm not here for Chaos. I'm here to kill Chaos. Taschenlampe habe ich schon letztes Mal beim Hasch festgestellt, ist richtig scheiße. Das können wir mitnehmen. Okay, ich muss doppelt R2 drücken. Dann geht's. Double tappen. The moon. Eine blank card. Vielleicht finden wir irgendwas, irgendeine gute Karte.
Ja, was? Lol, ich habe falsche Taste gedrückt. Oh, wow, wow, wow. Ah, say, hey. What's going on, Digga? Quatschotti oder was? Quatschotti mit Mandelmilch und Feuer. Gewonnen. Ja, gewonnen würde ich noch nicht sagen. das ist noch nicht die Mutterebene. Okay. Das war ein geiler Run. Auch wenn ich richtig fett reinscheiße, ist ein geiler Run. So, der ist mein zweiter Angelus. Ist okay, I guess, oder? Das war das dort für den Shop, die Leiter, oder? Nee, das war so eine Leiter. Ey, ein extra Shop. Oh, da ist ein Typ, lol. Ich vergamble gerade mein ganzes Geld an den. Ja, das hier ist nice. Aber die Leiter ist halt wieder weg, ne? Das wusste ich nicht. Ich hab gehofft, die bleibt. Gibt da immer Angel Deals. Ja. Ja, die Krone war ja an sich ganz cool. Aber ich hatte kein Geld dafür, leider. Ich dachte, ich sammle kurz Geld und dann komme ich wieder, aber. Was ist. Ist das nur, wenn man die Leiter benutzt, dann verschwindet sie? Oder wenn man generell den Raum verlässt, dann verschwindet die? Stark. War zum Glück nichts Krasses drin. Ja, die Krone war schon ganz cool. Ey. Jetzt habe ich das nötige Kleingeld. Das ist auch, glaube ich, weg, wenn du den Raum verlässt. Hm. Das heißt, ich muss in die Ebene kommen mit gut Cash. Ui. Haben wir noch irgendwo ein HP ab? Leider nicht. Ein Herz. Regenbogen! Da haben wir ganz viele Herzen. Krone war Damage ab, ja. Glaube ich auch nicht, nicht so ein starkes Damage-Up, aber Damage-Up ist Damage-Up, ne? Damage-Up ist Damage-Up. Stark. Starker Gamer. Ja, einfach in rote Pfützen reinlaufen. Einfach Gameplay-Gott. So, was haben wir hier so Schönes? Wow, was ein Scheiß-Item. Okay, Chat. Ich muss Mom No Hit machen. Ansonsten wird's mit dem Full Bingo heute langsam aber sicher knapp, ne? Obwohl, also wir werden auf jeden Fall mindestens ein Run hier noch haben, denke ich. Also wenn es jetzt nicht klappt, danach kommt die letzte Chance.
wirklich Jumpscare. Ich meine, ich wusste, die Würmer kommen gleich. Aber dass die so nah schon direkt starten, war ein bisschen gruselig. So. Let's go, Chat. Als ob die Hand so fett ist. Das lief so gut. Als ob die Hand so fett ist. Das war so easy. Schade. Hä? Brimstone? Chat, bringt das was? Das bringt nur was für den Geist, oder? Nicht für den Skeletti selber, oder? Habe ich mit Mandelmilch einen durchgehenden Brimstone? Weil wenn ich nicht einen durchgehenden Brimstone habe, dann ist, glaube ich, Brimstone gar nicht mal so geil. Vermutlich. Ja, mit Mandelmilch durchgehend. Ja, mit wem nehme ich jetzt? Ich denke, ich nehme es mit dem Totenkopf. Okay, der hat jetzt so eine Scheiße. Okay. ja, nimm das hier mit. Ach, da ist schon ein Typ. Ich denke nicht, dass ich conjoined werde. Ich überlege lieber, ihm mein Geld zu geben. Holy Card? Meinst du, lohnt sich? Ich meine, ich habe Blank Card. Ich könnte sie zweimal benutzen, ne? Die Holy Card. Ja, theoretisch stimmt. Ich kann ja theoretisch jetzt immer so benutzen. Zack. Und Abfahrt. Cooler Brimstone. Ah, scheiße. Okay, nice. I likey likey. Wir brauchen einen Raum nur mit Tentakeln, Leute. Oh, in mich reingelaufen. Könnte aber ruhig stärker sein. Ja, wie viele? War kurz weg, was ist da los? Ja, Brimstone. Brimstone. Komm schon, wir brauchen einen Tentakelraum.
was. Junge. Komm schon, die brauchen nur Tentakeln. Wie selten ist ein Raum nur mit Tentakeln? Gar nicht so selten. Ja, irgendwie kommt er nicht. Wir hatten vorhin halt im letzten Run einen gehabt, wo aber dann noch Arme kamen. Oh, da ist noch ein kleiner. Wurp. Oh, ich habe da eine Pille ausgekotzt. Das war eine Bombs-Aki-Pille. Nee, brauchen wir nicht. Gar nicht so selten. Ja, 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 ja. Aber hier fürs Bingo wohl super selten. Ultra rare. Quasi Glurak Shiny erste Edition, Alter. Wurp. 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 Geht hier auf. Nein. Ist auch ganz nett, so zu spielen. Ist halt für einen Hasch ziemlich scheiße. Aber ansonsten... actually ganz nice. Hätte auch nicht gedacht, dass die Knochen ersetzt werden durch Brimstones. Hätte ich nicht Quadshot gehabt. Dann hätte ich jetzt die ganze Zeit so Kugeln von Brimstone super schnell geschossen. Boom, 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 boom. Ja, das ist okay, dass der Damage nicht so krass ist. Das brauchen wir nicht für Hush und Delirium. Wir brauchen für die keinen krassen Damage. Das ist okay. 13 Münzen leider nur. Die Feuerurne. Die war bei Hush eigentlich ganz in Ordnung, ne? Wenn dann die ganzen Fliegen und so kommen. War die Urne eigentlich ganz nice, ne? Aber das Herz ist an sich auch ganz nice. Das blaue Herz. Wenn ich die kaufe, habe ich noch... ja, 6. Mir fehlt eine einzige Münze. Komm schon, eine Münze. Der Pimmel vielleicht? Das ist die eine Münze, die ich verloren habe, weil ich in ihn reingelaufen bin. Als ich in den Raum reingekommen bin. Ja, dann nehme ich nur das blaue Herz. Scheiß auf die Urne. Oh! Da kriege ich mein Geld. Ich achte so gar nicht auf die Zeit, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit liegen. Oh, ich habe nur noch 4 Minuten Zeit. Thank you.
Ja, Zeit ist an sich okay. Also sollte eigentlich ausreichen, wenn ich jetzt nicht in 20 Sackgassen reinlaufe. Weil ich mache jetzt auch nicht so ultra viel Damage. Dass ich jetzt jeden Raum super schnell cleare. Da ist er. Nice. Scheiße, losgelassen. Junge, die Lasershow einfach. Devil Deal! Ist beides ziemlich scheiße, ne? Also das rechte wäre ein Tears Up, brauche ich aber nicht. Oder ist das rechte, dass ich Brimstone aktivieren kann? Und das linke bringt mir halt nur, wenn ich... Was ist, wenn ich... Also das linke aktiviert sich ja, wenn ich irgendwie nur ein rotes Herz habe. Aber was ist, wenn ich wechsle auf den blauen? Der hat ja keine roten Herzen. Verwandelt er sich dann automatisch? Ich hatte eine Feder gehabt. Stimmt, da war ja irgendwas mit Feder und Engeln. War da irgendwas, ne? Da gab es ja irgendwie so eine Kombi. Kein Plan, wie das mit Forgotten funktioniert. Ja, dann finden wir es jetzt wohl heraus. Schade. Down. Nee, funktioniert nicht. Boah, ich wollte gerade in den. Ich wollte gerade in das Licht laufen, Chat. Aber mein Inneres hat noch tief in mir, mein Inneres hat noch gerufen, geh nicht ins Licht. Aber meine Instinkte wollten ins Licht laufen. Noch ein Halo. Das nehmen wir auf jeden Fall, ne? Piercing bringt mir halt gar nichts. Ja, beides bringt mir nichts. My Reflection wäre das lustig gewesen, bestimmt. Nee, ich glaube, dann wäre mein Brimstone super kurz. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das wäre nicht so lustig. Müsste. Das ist doch, wenn man mit meinem Reflection einen Brimstone, mit Brimstone hat und My Reflection nimmt, dann geht doch der Brimstone einmal um dich herum und nach hinten. Oder so. Irgendwie sowas war das. Und das wäre komplett useless. Ja, ich habe eh kein Geld mehr. Und... Ja. So eine Schlaufe, ja. Können wir das hier nehmen. Kann man benutzen. Ich krieg einen Hanged Man. Hat es nicht gelohnt. Ja, okay. Ich habe noch 20 Bomben. Vielleicht kriegen wir noch einen Crawl Space. Nö! Hier nicht. Da ist noch ein Tinted Rock sogar. Und ein Crawl Space. Nice. D20.
Weil ich könnte das blaue Herz rerollen. Oder die Karte, ja. Und das Herz. Ich kann dir das, die Karte hier rüberbringen. Oder nee, die hier lieber. Hey, noch ein Tier ist ab. Ja, ich hätte die Karte noch rüberbringen sollen, ich Dummkopf. Dann hätte ich noch einen Reroll gehabt, naja. Okay, let's go! Hashi! Hey, Escape, was geht ab? Leute sagen, Isaac ist schwer. Nebenbei was bestellen. Sagst du, gibst du eine Runde aus? Auf einmal droppen die Gold. Kriegen wir noch 99 Münzen voll? Sind hier schon zufällig auf dem Boden 98 Stück? Nicht hier zu mir kommen, nicht zu mir kommen. Das ist meine Ecke, okay? Such dir eine andere. Scheiße. Ich wurde gehittet. Scheiße. Ich werde dadurch getroffen. Wenn man über ihm drüber läuft, ich dachte, er schießt nach halt vertikal und nicht horizontal. Ja, das war schon mal ein easy Hush. Hallowed Ground. Wir haben jetzt heilige Kacke bekommen. Das war schon mal ein easy Hush und jetzt brauchen wir noch einen easy... Einen easy... Warte, ich spreng mal den Automaten hier. Jetzt brauchen wir nur noch den easy Delirium. Scheiße, das wollte ich nicht kaufen. Let's go. Oh, Chat, ich merke gerade, auch wenn ich wirklich jetzt schaffe, Fuß zu No-Hitten, die 99 Münzen zu sammeln und dann Raum mit Tentakeln zu finden, dann muss ich ja noch einmal wirklich an Fallen sterben.
Und das wird nicht passieren, weil ich bin God-Gamer. Tut mir leid an die Believer. Das klingt dann so falsch, ne? Als Believer musst du believen, dass ich schlecht spiele. Ups! Aus Versehen in der ersten Falle, in der ersten Ebene in die Falle gelaufen. Huch, Chat, das war ja voll aus Versehen. Ich sollte mein Schild benutzen, ne? Ich sehe jetzt auch gar nicht, ob ich ein Schild aktiv habe oder nicht, ne? Was für dich der schwerste Boss? Ich denke Mother. Generell das schwierigste Ending für mich. Auch der Weg dahin und so alles. Und dann der Kampf. Ira-Wolk. Ich dachte kurz, dass die Chaos Card. Aber ich glaube, Chaos Card funktioniert auch nicht bei Hashi, ne? Ich habe keinen Schlüssel mehr, Lil. Delirium Dodge Chaos Card. Ja, aber wenn er nicht Dodge, wenn ich wirklich treffe. War da nicht irgendwie was, dass er immun dagegen ist oder so? Ich glaube, da war irgendwas. Chaos Card killt Hash, aber nur eine Phase. Delirium ist immun, okay. Ja, ja, bei Hash weiß ich, dass das gut ist. Das blaue Baby! Bogen! Das ist einfach ein Gay Run. Coole Tiers. Cooler Typ ist er. Das bist du. Oh, Fisch. Ich liebe es, wie in Isaac immer wieder sicke Effekte wie One-Hit-Kill-Karten oder Dead's Key eingeführt wurden, nur damit dann nach und nach immer mehr Ausnahmen eingeführt werden. Ja, Mann. So dumm. So lieben wir unser McMillan. Magic Man. Magic Man? Für Delirium? Ist er hier? Nice.
Okay, let's go! Ich muss zum Licht. Fuß. Scheiße. Hatte ich kein Schild aktiviert gehabt? Scheiße. 4 Herzen noch. Drei Herzen noch. Ich mache ja voll wenig Damage. Ah, ich wollte gerade wechseln. Ja! Chat, habe ich da was verwechselt? Aber skaliert der dumme Hurensohn von Wixhausen nicht mit meinem Damage? Wieso habe ich bei ihm 0 Damage gemacht? Hasch und er skalieren doch. Mit meinem Damage. Wieso hat er so viel getankt? Doch, aber du hast halt super wenig Damage. Ja, und der soll doch damit skalieren. Die Scale mit dem Anzahl der Items? Aber ich habe auch nicht so viele Items. Skaliert die Armor nicht eher mit deinem DPS? Ja, mein DPS ist ja auch nicht so hoch. Hast ja bei den anderen Bossen auch gesehen.
Deshalb bin ich da eigentlich ganz mutig reingegangen, weil ich war full live. Hatte eigentlich ein solides Setup gehabt, dass ich lange überleben kann. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich so lange überleben muss. Ich hasse Isaac. Aber die skalieren doch hoch und nicht runter. Mit der Forgotten kann man auch interessante Plays machen, indem man quasi den Geist sterben lässt und schnell genug switcht. Dann sollte man nicht zum Geist zurück switchen, bis er wieder Herz hat. So kann man Devil Deals mitnehmen. Das wird gepatcht. Ja, das wird gepatcht. Oh nein, Drifter, was geht ab? Bin ich an der Falle gestorben? Nee, ne? Okay. Ja, wir haben trotzdem einen Checkmark. By the way. 389. Achievements. Fast die 400. Ich habe kein einziges Bingo-Feld in diesem Run geschafft, ne? Wir müssen Beast machen. So, ich muss nicht mehr schnell spielen. Ich muss jetzt zwei Runs super schnell spielen. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen entspannen. Als ob noch ein Crun. Ja klar, wir haben noch erst 6:30. Auge! Nein! Doch! Okay. Irgendwie dachte ich, das macht im ganzen Raum Damage, wenn ich mich selbst cutte. Wie funktioniert nochmal das Razorblade-Chat? Oh mein Gott. Ich dachte, ich cutte mich und alle kriegen Damage. Die erhöht einfach nur meinen Angriff. Für die eine Ebene, I guess. Coole Fliege. Coole Fliege! Coole Fliege! Sprengen wir für die Fliege den Automaten, wenn ich eine Bombe finde? Nur einen Raum, okay. Setsch! Coole Fliege! Ich krieg keine Bombe. Klingt nach einem insane schlechten Item. Ja, ist halt Start-Item, ist for free. Ich habe kurz gerade in einem Augenwinkel das das blaue Kreuz oben als Herz wahrgenommen und war kurz davor, das Rasiermesser zu benutzen. Ich wäre dann einfach instant tot. Nutz mal, nee. Nee. Wow! Wow! Abfahrt! Oh nee, Nicole! Abfahrt! Auf zu the Beast! Würfelraum. Kann im Würfelraum irgendwas Cooles sein? Ja, wir gehen erstmal in den Goldraum rein, weil ich glaube, theoretisch kann ja im das Podest-Chat so früh schon. Das Podest schon so früh. Da kann ja theoretisch ein D6-Raum sein für die ganze Ebene. Das heißt, wenn wir gleich im Goldraum irgendeine Scheiße haben, können wir theoretisch nochmal zurückgehen. Den Raum öffnen und hoffen, dass wir vielleicht rerollen können. Ach, scheiße. Zu langsam.
Wann wirst du eigentlich den Mother Grind starten? Wow. Sobald ein Charakter drankommt, wo ich Mother machen muss, denke ich. Book, 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 Book. So viele Schlüssel, aber keine Bomben. Ja, gucken wir mal, was hier drin ist. Oh, eine Forget Me Now. Wir können die Ebene doppelt machen. Auch noch bad. Machen wir erst mit dem Boss, ne? Ich sah noch ein Dingens. Schibambo! Schibambo! Hasse dich, hasse dich! Hasse dich! Schibambo! Oh! Okay. Ah! Reingelaufen, Opfer! The High Priest's Fragezeichen? Magic Man? Tour of Hearts? Judgment. Hm. Let's go! Abaddon! Okay, was ist der Unterschied zwischen High Priests und High Priests? Dieser Boss ist cringe. Ach so. Ja, I guess wir machen die neue Ebene nochmal. Fragezeichen haben immer komplett andere Effekte. Random? Also könnte ich eine Bombe bekommen? Da ist gar keine Bombe drin. Oh. Hier ist eine Bombe drin. Schade, ich habe eine Bombe gefunden. Angst. Danke. Kann ich damit noch irgendwas öffnen? Hier vielleicht? Noch? Hallo? Oh, die ist 30 Sekunden nur lang. Okay. Wir brauchen eine Münze, Chat. Eine Münze brauchen wir. Also, entweder ich spreng einen der Bettler und hoffe, dass da Geld rauskommt. Ich könnte die zwei Vasen sprengen und hoffen, dass da Geld rauskommt. Ich könnte hier eine Bombe legen und hoffen, dass hier der Secret-Raum ist. Ja, mit Bettler meine ich die Shopkeeper. Oh, Kacke haben wir hier noch. Komm schon, komm schon. Wir haben hier noch eine Münze. Okay, hat sich erledigt. Ja, dann machen wir die Ebene nochmal, ne? The Lovers. Hm.
Nee, Pilze. Kommen aus Pilzen oft Münzen raus? Pilze, glaube ich, ist, glaube ich, nicht so gut. So, wir brauchen ganz viele blaue Herzen. Wurp! Okay, geiler Goldraum. Ein geiler. Habo! Wow. Wow, cool, ich kann jetzt springen. Nimm doch! Ja, schade. Hätte ich auch liegen lassen können, weil wir gehen ja eh zurück. Wegen Beast. Ja, ich könnte mit dem Springen die ganzen Münzen holen, true. Jo, was ist denn hier los? Das ist ein blaues Herz. Lack. Lackmünze. Prise. Ja, der Shop ist echt seltsam, ne? Soll ich funktioniert das Springen? Über Stein geht nicht, ne? Boah, 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 boah. Eieiei. Das macht schon irgendwie Angst. So. Dann holen wir den Bruder hier. Hier ist noch eine grüne Münze. Crazy. Okay. Hier vielleicht Secret Room? Nice. Hier noch eine Bombe. Oh, noch mehr Geld. Ansutz. Vision. Purer Skill! 48 Hour Energy. Experimental Pill. Nochmal Luck dazu. Nochmal Experimental Pill. Experimental Pill. Okay. Speed up. Okay, nice. Moin! Ja, ich habe zweimal Range Down bekommen. Nicht so optimal, aber wir finden schon genug Range. Bestimmt. Hoffe ich. Da, siehst du? Sag ich doch. 5 Luck! In Ebene 2! Aber Chat, Moment mal. Das heißt, das Bingo ist so oder so schon verloren, ne? Weil das ist ja der Beast Run. Wir gehen nicht in die Muddy-Ebene. Und wenn wir nicht in die Muddy-Ebene gehen, dann werden wir keinen Tentakelraum mehr haben. Ich weiß nicht, ob in den normalen Ebenen theoretisch ein Tentakelraum kommen kann mit sehr viel Glück. Ja. Ich könnte noch eine Bombe kaufen. Ja.
Ist deutlich seltener. R-Button, maybe. Ja, aber auch mit R-Button gehe ich ja trotzdem zu The Beast. Und R-Button nach Beast kann ich nicht benutzen. Da kommen direkt Credits. Also ja, ich könnte theoretisch ein anderes Ending machen und danach R-Button benutzen und dann... Und dann zu Beast gehen. Aber... Ich brauche bei ihr kein anderes Ending. Das wäre ein kompletter Time Waste. Guppi, Gupp. Guppi Fortnite. Wurde irgendwas in meinem Kopf getriggert. Imagine Isaac in Fortnite, boah. Das wäre voll cool, Mann. Dann würde ich sogar anfangen, Fortnite zu spielen. Health up. Imprise? Aha. Und? Damit werde ich mich selber killen. Damit werde ich mich selber killen. Was geht ab, Yami? Isaac in Tekken, Junge. Aber er liegt dann die ganze Zeit auf dem Boden und weint. Aber du Kupari Patu Pipu Panet Kula Chakapa. Kein Devil Deal, leider. Zwei Herzen kriege ich damit. Scheiß Game. Haben wir eine Blutbank? Ich habe extra kein Geld eingesammelt, damit ich halt... keine Herzen eingesammelt. Damit ich meinen Babylon-Effekt behalte. Und dann gibt einfach das Happy ab. Zwei Herzen. Junge, die 5 Lack ballern gerade aber auch echt gut rein, ne? Ha! Ho! Hi! Ha! Ja. Sechs Lack meine ich, sorry. Es gibt ein Fighting Game mit Isaac? Blade Strangers. Ist das so ein Aethers, also ein Smash-Klon? Blade Strangers. Da soll Isaac vorkommen? Doch, da unten ist Isaac. Und da ist Fulltime Games live. Und die hat ja... Hoho, Bazongas! Nackte Bazongas! Da ist Shovel Knight.
Und das war's. Mehr kenne ich nicht. Wie viele Charaktere kennt ihr? Bitte stream das. Ich weiß nicht. Die auf dem Cover ganz vorne tatsächlich. Die ist auch aus einem anderen Franchise. Ich dachte, die ist irgendwie original aus dem Game. Der Typ mit der Maske kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Irgendwoher kenne ich dieses Design. Irgendwoher kenne ich dieses Design. Aber ja, ansonsten, I don't know. Das ist this. Wer ist this? Das ist der nicht. Das ist der nicht. Und das ist auch nicht die hier. Doch, doch. Die aus Umihara Kawase. So ein Puzzle-Plattformer. Der ist mies mit. Das ist super alte Reihe. Dann gibt's einen. Okay. Yeah, also, das ist Fulltime Games. Das ist Isaac. Shovel Knight. Und dann bin ich raus. Mehr kenne ich nicht. Die Blonde hier. Ist es die aus diesem Jump'n'Run-Game mit diesem Schraubenschlüssel? Ich hab's vergessen, wie das heißt. Wisst ihr, was ich meine? So ein Jump'n'Run-Metroidvania-mäßiges Spiel mit einem Schraubenschlüssel. Ich hab vergessen, wie das heißt. Iconoclast. Da. Nee, die hat eine andere Frisur. Die hat eine andere Frisur. Das ist nicht Ryuda aus Grandia 2. Der Dude hinter Fully ist Gunvolt aus der Azure Striker Gunvolt. Mega Man Zero Clone, okay. Aha. Wer ist die Blonde mit den Blumen in den Haaren, Chat? Erkennt die jemand? Nope. Fetten Bobs? Was ist denn Fetten Bobs? Code of Princess. Ist ein 3DS-Game. Aber ich wollte nach was anderem schauen. Ich wollte nach Gameplay schauen, aber da ist sie. Blade Strangers. Isaac. Ja, okay, er macht einen Holy Brimstone. Er sieht schon echt weird aus hier, oder? Er passt irgendwie so gar nicht in das Game rein. Das sieht echt scheiße aus. Vor allem, den haben die komplett gemacht. Der ist ja im Game auch so ein großer Kopf, ein kleiner Körper. Den haben die richtig designt. Aber bei Isaac einfach so ein fucking Drakengard-Baby, Alter. Ich habe noch 4 Bomben. Ich höre Drakengard. Moini! Hallo?
Hajduk, Picciero, Picasso, einer von Nick. Reiß mal rein. Wie hast du das mit dem Bingo gemacht? Das ist voll nice Idee. Das ist extra so eine App. Die gibt's aber... Doch, die gibt's auch online. Auf GitHub. Simple Bingo oder so heißt die. Ansonsten kannst du theoretisch jede andere Bingo-Seite benutzen. Außer Dashka hat die App wieder runtergenommen. Wichtiges Herz, wichtiges Herz. Für das Podest. Jetzt so ein bisschen mehr Lack wäre geil, oder? Cheers down, let's go! Das ist jetzt echt ein krasser Downer. Das ist jetzt echt ein krasser Downer. Schöne Scheiße. Skaliert meine Explosion eigentlich mit Luck? Also die Tränen? Burp. Ja, nochmal die geile Tears Down Pille fressen. Ich habe 67% auf Devil Deal. Ja, let's go. Wenn ja, dann ist das echt stark. Wow, wow, wow. Wow, wow. Hey, Blass! Ich bin Gott Gamer? Seit wann das denn? Ja, geben wir der Sache 5 Minuten. 5 Minuten, lol, 5 Sekunden meine ich. Guppi Nummer 2. Einfach 16 Lack, ja. Behalte ich das eine rote Herz? Ich glaube, ich behalte das eine rote Herz. Und so, Chat, wie geht's euch? Ah! Sorry, hab mich erschreckt. Game, I please you very much. So, noch 2 blaue Herzen. Ich muss das noch irgendwie überleben.
krieg halt echt wenig blaue Herzen, ne? Voll eingeschissen, Digga. Ist aber immer noch viel Luck, ja, schon. Aber 16 ist schon crazy. Wow, wow, wow. Ho! Vielleicht kriegen wir noch die 99 Münzen voll in dem Run mit so viel Luck. War halt die einzige Person im Skatepark, war sehr angenehm. Oh, das klingt cool. Das wollte ich immer sein. Aber immer wenn ich im Skaterpark damals gegangen bin, dann waren da irgendwelche älteren Teenies, die mich geskatet haben. Sondern dumm auf der Bank rumsaßen. Und der Weg zum Skaterpark war ein bisschen immer weiter weg. Da musste man so 30, 40 Minuten mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann fährst du 30, 40 Minuten dahin. Nur um festzustellen, dass da irgendwelche scheiß Pimmel sind. Und dann bist du wieder nach Hause gefahren. Ich meine, vielleicht waren die gar nicht so böse. Vielleicht hätten die mich nicht ausgelacht, wenn ich auf der Halfpipe aufs Maul geflogen wäre. Aber die sahen schon echt unfreundlich aus. Oh, nice. Da war Blut auf dem Boden, by the way. Ja, sie hätten safe mich ausgelacht. Ich bin noch nicht Mutti-Ebene, ne? Lol. Lol. Stark. War das letzte... Nein, das war nicht letzte Woche. Das war, als ich, keine Ahnung, 14 war oder so. Autsch. Junge, die Map ist einfach so eine Treppe. In die Hölle. Weißt du, ich habe so viel Luck, krieg so viele Pickups, ne? Aber keinen blauen Herzen. Give me more blue! Dabudi dabudai! Wow, was ein cooles Item, Mann. Das ist einer meiner Lieblings-Items, Isaac. Immer wenn ich Isaac spiele, dann hoffe ich, dass ich immer dieses Item bekomme. Lucker! Was halten wir eigentlich von 7 Luck? Ist schon eine geile Sache, oder? Nice, blaues Herz. Damit kann ich mir doch Devil Deal umsonst holen, oder Chat? Aber ich habe gerade 0%, lol. Wir sind ja schon fertig mit der Ebene, true. Wäre perfekt, wenn ich auf dieser Ebene noch ein blaues Herz finde. Das Podest aktiviere. Und dann halt das Ticket mitnehme für die nächsten Ebenen. Das wäre ein Träumchen. Ein Träumchen, was vielleicht wahr gehen wird. Wenn wir etwas Glück haben. Und ich habe Glück. Ich habe 7 Glück. Um genauer zu sein. Ja, vielleicht finden wir eine Tinted Rock.
Vielleicht. Vielleicht. Im Bossraum war einer. Ja, dann easy, oder? Ja, dann easy, dann sollte da einer drin sein, ne? Dann sollte da ja einer drin sein, Macmillan. Hast du mich gehört? McMully? Arschloch! Nicht McMillan, sondern wohl eher McMüllen. So, weil der Müll ist. Dem habe ich es gegeben. Aber hey, die blöde Sau hat Facebook oder so, genau. Aber hey, Chat, wenn ich jetzt den Deal nicht eingehen kann, und zwar das Podest aktivieren und das Ticket mitnehmen, dann besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 99 Münzen bekommen. Weil ich ja das Geld nicht dafür verbrauche. Jetzt wäre es sogar ziemlich günstig! Wenn ich die blauen Feuer sprenge, ich komme zu dem blauen Feuer nicht rüber. Schwarzes Herz. Schwarzes Herz. Das zählt doch auch, oder? Schwarzes Herz! Schwarzes Herz! Das können wir mitnehmen. Ja, Stachelraum traue ich mich nicht rein. Ich hab halt nur 2,5 Herzen, ne? Ich muss ja irgendwie auch den Run gewinnen und nicht nur einfach nur ein dummes Feld im Bingo vollkriegen. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Ich werde es bereuen, Chat. Ich werde es so bereuen. Sacred Heart! Sacred Heart! Sacred Heart! Das ist ein Angel Deal Item!
Ja, keine Ahnung, wie das zweite Item wurde ersetzt durch zwei blaue Herzen. Aber ich gehe trotzdem mit einem Plus raus. Und dann kommen uns zwei, wenn man keinen Devil Deals angenommen hat. Ah. Ich hab zu sehr an den Teufel geglaubt. Es tut mir leid, Jesus. Ich hab Jesus verraten. Aber trotzdem gibt er mir seine Hand. Und belohnt mich trotzdem mit einem Item und zwei Herzen. Weil er ist ein Guter. Er verzeiht. Das war Friedensantrag von ihm. Antrag? Vertrag? Angebot! Angebot. Explode the rebel. Hey! Let's get ready to... Aber jetzt müssen wir keine Gedanken machen. Jetzt können wir auch wieder blaue Herzen sammeln und so. Das ist doch wieder ein bisschen angenehmer, ne? Das Game jetzt. Justus? Ja, ist jetzt ein bisschen lockert das so ein bisschen das Gameplay auf. So, ne? Kann man sich wieder ein bisschen schütteln, ohne so angespannt die ganze Zeit zu sitzen. Kaboom. So, wie sieht's aus mit Fuß No-Hit? Machen wir es diesmal? Schön gleich in einem engen Raum mit ganz vielen Gegnern. Und meine Tränen explodieren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das wird easy no-hit. Oh lol. So ein leckeres Tears Up, ne? Das wär's. Was? Ich bin nicht in die Tür reingekommen. Autsch. Ja, 9 Stück noch. Dann haben wir auf jeden Fall ein weiteres Bingo-Feld. Das ist easy drin. So. Also der eine könnte hier sein. Schade. Tod durch Falle. Ja, das wird nicht passieren. Allein schon deswegen werden wir kein Bingo voll kriegen. Was ist hier? HP ab mal 3. Ja, let's go, oder was? Ich mache jetzt wieder weniger Damage.
Ja, wo ist der andere Secret-Raum? Finde ich den noch? Vielleicht beim Goldraum? Hier? Ja? Hier. Ah! Okay. Gut, Full Card habe ich da am Start. Jetzt darf ich nur kein Fool sein. Let's go. Was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Da war eine ganz langsame Träne. I guess. Kann man mitnehmen. Ist ja for free, ne? Schade! Schade. Schade, 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 schade. Hey, Mikai, was geht ab? Wie lief's bisher? Dass der Controller noch lebt? Ah, ein Balken noch. Mikrofon ausmachen, damit der länger hält. Oh mein Gott. Grüßt euch, liebe Blöcke. Wir haben die 99 Vollchat. Was? Das hat mich irgendwie magnetisch reingezogen. Ich sag's, wie es ist. Das war nicht meine Schuld. Ich bin zu schnell. Verzieh dich, Maske. Ja, wie soll ich jetzt bitte noch Beast schaffen, Chat? Wie? 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 I can see forever. Ich kann doch jetzt schon aufgeben. Und in eine Falle reinlaufen aus Versehen. Ich bin ein Wizard. Mir gefällt die Art, wie du denkst. Lass mich kurz warten. Vielleicht finden wir noch Nordleaf. Ich muss noch ein Trinket irgendwo liegen lassen, Chat. Das geht in der Ebene noch, ne?
Ja, geht. Down. Yes. Ben good. Eremit. Der Eremit. Arschloch. Weißt du nicht, dass das weh tut? Der Super Secret Room hat jetzt auch einfach mal das beste Item überhaupt. Welches? Gnotli? Ja, ich glaube, wir müssen das Trinket nirgendwo liegen lassen. Ich komm eh nicht so weit. Schwarzes Herz bekommen. Schwarzes Herz. Verloren. Boni ist noch da. Halbe. Halbe Hand ist noch da. Wow, ihr lasert genau perfekt in diesem Winkel, wo ich gerade stehe. Drecks Game. Hört auf, Videospiele zu spielen. Videospiele sind Gift. Ich sag's immer wieder, ja. Gabi? Gabi? Oh, oh. Gabi! Bisschen Damage ab bekommen. Scheiß auf Range! Brauchen wir bei Beast nicht, oder? Item. Gibt halt auch nur gute, drei gute Videospiele. It's gone. Just get over it. Und das ist Fortnite, Among Us. Und Genshin. Das ist Holy Trinity. Was? Hast du ein Problem mit mir? Was? Das habe ich gesucht. Balatro. Balia. Die können vielleicht noch ein paar Bomben raus, Herzen rausbekommen. Würde ein Spiel von Skibidi Toilet spielen. Es gibt schon sehr viele Skibidi Toilet Spieler. Natürlich sind die alle Müll. Warum spielen wir dann Isaac? Ja, gute Frage. Warum eigentlich? Wow, dieser Automat, den kann ich empfehlen. So ein toller Automat. Mit dem würde ich immer wieder spielen.
Chat, ich glaube, ich schaff nicht mal Dogma. Self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. And you're drunk again. Shut up, Matt. Shut up. Just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. Good. Ich kann aber noch Lazarus werden. Und Lazarus wird es schaffen. Lazarus, he's coming for you, Dogma. Aber braucht Lazarus Beast? Yep. Yep, yep, yep. Jap, 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 jap. Wieso macht er so viel? Ich sollte so viel leben. Okay, ich nehm's zurück. Wir werden Dogma nicht mal sehen. Ja, also, ich muss schon, ich muss euch schon, an die Believer, muss ich leider euch enttäuschen, ne? Ich glaube, das ist der letzte Run für heute. Das wird schwierig. In diesem Run jetzt noch die Felder voll zu kriegen. Aber hey, die erste Gamba von beiden haben wir heute, habe ich ja heute geschafft. Also ganz enttäuscht habe ich die Believer heute nicht. Ey, was? Illegale Aktivitäten. Health down. So wenig Damage? Hat sich ja gar nicht gelohnt, der Range down. Geile Pillen. Ich habe ja Bad PhD. Ich krieg ja nur noch scheiß Pillen. Bad PhD. Was mit seinem Kopf los? Boah, der in dem 2D-Fighter-Game als Charakter, der wäre geil, oder? Harry, bist du ein Magier? Das war ein Zoner. Hä? Hä? Meine Bomben machen eigene Dinge. So, was hat ihr davon, ne? Okay. Wollte gerade sagen, was hat ihr davon? Ich habe ein Herz mehr. Ah!
Nein. Ja. Spätestens hier werden Monster bekommen. Crazy, ne? Wie selten wir Monster eigentlich in dem ganzen Run gesehen haben. Wobei ich dachte, das ist so voll das Free-Feld. Speeddown, das ist gut. Ich habe gar keinen Speeddown bekommen. Okay, ich bleib bei 2. Junge, wie weit denn noch? Excuse me. Bitte? Da ist der Zoner wieder. Man hat die Explosion nicht mal gehört. Ist einfach direkt geplatzt. Man hört gar nicht mehr die Explosion von meinen Schüssen irgendwie. Alles ist einfach im dichten Nebel gehüllt. Da, jetzt hört man wieder. Ach, das soll atmosphärisch sein. Wenn ich ein zweites Mal 99 Münzen vollkriege, dann haben wir eigentlich ein Doppelbingo, ne? Und dadurch, bei Doppelbingo heißt das ja, dass das ganze Feld erledigt wird, ne? Alles oder nichts. Wir canceln die Gamba und machen daraus dann eine Gamba, wo ihr alle eure Punkte reinsetzen müsst. Alle. Und wenn ich jetzt Dogma schaffe, dann ist die Gamba gewonnen. Aber ich kann Eve freischalten. Wenigstens ein Unlock. Nicht ins Bett gehen? Ja, okay, dann gehe ich halt ins Bett, Mama. Zum Glück habe ich nochmal 2 Schlüssel bekommen. Kann ich vielleicht mit dem Ticket, was ich habe, mit dem Gutschein, vielleicht Dogma aufkaufen? Okay, irgendwelche Tipps noch, bevor ich reingehe? Irgendwelche schnellen Tipps, die ihr noch für mich habt? Don't get hit, nicht sterben. Wenn er angreift, ausweichen, nicht sterben. Immer Dodge rollen, nicht sterben. Gut spielen, mach ihn fertig. Schneller Tipp, stirbt nicht. Mach den greedy. Nicht getroffen werden, nicht sterben. Schnell spielen, weil Gamepad gleich leer. Nicht treffen lassen. Spiel gut, mach Bonk. Okay, ich mach Bonk. Let's go. Gatu pure gomani! Der Brimstone ist aber auch unfair. Lazarus! Ey, wieso bin ich nicht gelaufen? Ich bin irgendwie in meinem Gehirn stehen geblieben. Alles war gerade in Zeitlupe und ich habe die Transzendenz der ganzen Menschheit auf einmal gespürt und habe gesehen den Weltuntergang. 2027, 28. Juli.
Ja, schade. Was habe ich heute geschafft? Ich habe Hasch besiegt. Mit Forgotten. Und ich habe Eve freigeschaltet. Die böse Eve. Der Delirium-Tod tut weh. Das wäre cool. Hätte ich Delirium noch geschafft, dann wäre alles cool gewesen. Dann wäre ich nicht so gebrochen, wie ich gerade gebrochen bin. Bald kommen wir zu den Tainted-Charakteren, bestimmt.